Es sieht auf den ersten Blick fast ein bisschen wie StarCraft oder Command & Conquer aus, doch es ist Meridian, New World. Kenn ich nicht, wird da nun mancher rufen, und sollte damit nicht mal einer Minderheit angehören. Das seit 2,5 Jahren in der Entwicklung befindliche Spiel hat keinen milliardenschweren Publisher im Rücken, ja noch nicht mal ein besonders großes Entwicklerteam. Tatsächlich handelt es sich wie das unlängst veröffentlichte Banished um ein Ein-Mann-Projekt. Neben dem Hauptverantwortlichen Eddie Tarsolli sind lediglich 3 seiner Freunde mit einigen Assets am Start. Dennoch kann sich bereits die Early Access Version sehen lassen. Als Szenario hat sich der Entwickler den titelgebenden Planeten Meridian ausgesucht. Das angeblich unbewohnte Eiland wird schon seit Jahren von den Menschen erforscht und auf die Kolonisation hin untersucht. Leidet die Erde aufgrund von Überbevölkerung doch inzwischen an akutem Platz- und Rohstoffmangel. Kurz bevor die Erkunder ihre Aufgabe abschließen wollen, erreicht sie der Notruf einer Frau, die eigentlich gar nicht da sein dürfte. Hat die Erdregierung die Besatzung etwa an der Nase herumgeführt? Und wieso überschlagen sich die Ereignisse nun so kurz vor der Abreise? Ob da mal nicht ein Verräter an Bord ist? Die Kombination von Strategie- und Rollenspielkomponenten wirkt angesichts der minimalistischen Entwicklercrew erstaunlich erfrischend. So erlebt man die Handlung zwischen den Missionen an Bord eines Raumschiffs eher nach Art eines klassischen Rollenspiels. Dabei steuert man seinen Commander von oben herab durch die unterschiedlichen Sektionen des Raumschiffs, wo er sich mit anderen Charakteren unterhält und die Geschichte vorantreibt. Daneben hat man beispielsweise Zugriff auf eine Enzyklopädie, in der man Hintergrundmaterial nachlesen kann. An einer anderen Station sind recht herausfordernde Trainingsmissionen auswählbar, die einen auf die Kampagne vorbereiten. Im eigentlichen Strategie-Gameplay sollten sich auch Genrefremde zügig zurechtfinden. Im Prinzip braucht man nichts anderes als seine Maus, auch wenn Hotkeys und Co. nicht nur in den alles andere als lahmen Schlachten sehr nützlich sind. Dabei spielt sich jedoch alles wie gewohnt. Das Kopieren und Nummerieren der Einheiten unterscheidet sich nicht groß von der Konkurrenz. Ähnlich sieht das beim Abbau von Rohstoffen aus. Die Shardium-Kristalle lassen sich genauso wie das berühmt-berüchtigte Tiberium aus der Command & Conquer-Reihe abbauen. Die dazu nötigen Raffinerien bestimmen zugleich das Einheitenlimit, das sich bei nur einer Anbaustation beispielsweise auf 15 beziffert. Im Gegensatz zum scheinbaren Vorbild setzt Meridian New World jedoch eher auf ein Schere Stein Papier Prinzip. So glänzt das Spiel weniger durch unzählige unterschiedliche Einheiten, sondern vielmehr durch verschiedene Möglichkeiten, diese zu bewaffnen. Je nach Taktik entscheidet der Spieler, ob er lieber auf Anti-Infanterie oder Anti-Fahrzeugwaffen setzt. Man darf auch den Mittelweg gehen, sich dann aber auch nicht wundern, wenn man damit nur mäßig effektiv ist. Inwieweit wir unsere Einheiten ausrüsten können, hängt davon ab, wie weit wir es mit unserer Forschung gebracht haben. Die Fähigkeiten, die man dem Spieler wirbt, sind von großer taktischer Bedeutung. Alle zusammen zehren aus einem gemeinsamen Energievorrat, den sie bei Benutzung unterschiedlich stark beanspruchen. Er lädt sich zwar von alleine wieder auf, dennoch sollten die Funktionen mit Bedacht gewählt werden. Können wir in den rasanten Gefechten plötzlich unsere Einheit nicht mehr heilen, weil die Energie auflädt, kann einen das nicht nur die Einheiten, sondern auch den Sieg kosten. Gemütlich geht es in den Kämpfen also definitiv nicht zur Sache. Was am Anfang der Kampagne vielleicht noch nicht direkt deutlich wird, zeigt sich insbesondere im Skirmish-Modus. Hier agiert der Gegner sogar auf mittlerem Schwierigkeitsgrad äußerst zügig, sodass man seine Armee schnell beisammen haben sollte. Baut man erstmal in Ruhe seine Basis auf, ist man schon im ersten Ansturm nicht gewappnet. Selbst der einfache Schwierigkeitsgrad ist nichts für reine Aufbaustrategen. Meridian erfordert ein schnelles Vorgehen. Grafisch ist Meridian New World eher zweckmäßig und dürfte niemanden groß von den Socken hauen. Schlecht sieht es deswegen nicht aus. Schon gar nicht für ein Ein-Mann-Projekt. Überhaupt dürfte der auf Geschwindigkeit ausgelegte Rollenspiel-Strategie-Hybrid auch auf betagteren Rechnern und Laptops zufriedenstellend laufen. Den offiziellen Systemvoraussetzungen zufolge reicht sogar ein Single-Core-Prozessor. Allerdings werden eine DirectX 10 Grafikkarte und mindestens Windows Vista vorausgesetzt. Alles in allem macht das von HeadUp Games vertriebene Ein-Mann-Projekt einen sehr positiven Eindruck. Dabei steht der Titel noch am Anfang der Early Access Phase. Strategiefans sollten das Projekt auf jeden Fall im Auge behalten.